Hallo und herzlich willkommen hier zurück erstmal bei Renico. Heute zu diesem Video beginnt jetzt die Siegesserie, beginnt jetzt der Aufstiegskampf, der wirkliche, angekommene Aufstiegskampf. Das sind Fragen, die wir uns heute stellen. Ich sage euch ein bisschen was über meine Meinung darüber nach dem Spiel jetzt gegen Nürnberg und diesem Ausblick auf Schalke. Es wird auch einiges auf euch zukommen. Das Ganze gibt's nach dem Intro. So Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Renico. Hey, Julian, Nico, viele Grüße. So, meine Freunde, erstmal vorab möchte ich kurz eine Sache machen. Und zwar, mein Vater hat gerade eben auch ein Video hochgeladen. Und zwar mit dem guten Norbert hat ein Interview aufgenommen zum Die Bauchweg-Formel. Also vielleicht für den einen oder anderen für euch, der auch mit dem Sport jetzt anfangen will oder sonst was, interessant. Checkt das gerne ab, erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Video. Also, Werder Bremen hat gegen Nürnberg gewonnen und das völlig zu Recht. Absolut geiles Spiel. Wir haben uns die 3 Punkte geholt. Ich war gestern extrem gut gelaunt. Ich habe die gute Laune auch einfach mal genossen gestern und habe ja auch bei der Analyse extra gar nichts groß Negatives gesagt, weil ich einfach mal diesen Glücksmoment genießen wollte. Was müssen wir aber machen, damit das Ganze auch weiterhin so läuft? Eigentlich relativ klar. Wir müssen weiter Gas geben, weiter kämpfen, vorne die Dinger machen. Füllkrug jetzt mit dem nächsten Saisontor, 2 Tore, 1 Vorlage. Er kommt in der Saison langsam an. Das, was wir uns alle gewünscht haben. Und so sollte das auch aussehen oder so sollte das auch sein. Das, was wir oder was ich so ein bisschen noch schwierig sehe, ist, ob es wirklich die Fünferkette auf Dauer wird. Ich sehe manchmal in der Gegenbewegung ganz, ganz viel Raum. Gerade auch wieder auf der linken Seite war extrem viel Raum ständig über die Außenbahn. Das müssen wir zubekommen, da müssen wir uns das einfallen lassen, da müssen wir eine Lösung suchen. Toprak ist wahrscheinlich wieder da gegen Schalke, wenn er sich jetzt nicht verletzt bis, also in der Länderspielpause, dann ist er auch da. Da müssen wir auch hoffen, dass er da ist. Das ist eine absolute Bestärkung, absolutes Brett hinten drin. Das, was uns nicht passieren darf, ist sowas wie beim Gegentor. So, beim Gegentor wieder 2 Mann in der Doppeldeckung müssen eigentlich den Ball kriegen. Keiner guckt hin und dann am Ende kann der Stürmer oder der Angreifer von Nürnberg problemlos einnicken. Das geht natürlich nicht. Allgemein im Defensivverhalten ist mir schon mehrmals aufgefallen, dass sie uns eher mit individuellen Fehlern selber schwächen. Das heißt, gar nicht vom Trainerteam oder von der Mannschaft her im Allgemeinen gehen die Fehler aus, sondern wirklich individuell. Das heißt, einzelne Spieler machen einfach Fehler, weil sie nicht konzentriert genug da sind, weil sie nicht vollen Fokus haben. Ich weiß auch nicht genau, wie wir in der Defensive verteidigen, ob wir per Manndeckung oder per Raumdeckung verteidigen. Fakt ist, wenn ein Spieler frei wird oder frei durchläuft, musst du das sehen, gerade bei 2 Mann, bei einem Gegenspieler. So, das sind Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Schalke, da erwartet uns ein extrem starker Gegner. Ich bin selber gespannt, wie die heute spielen. Zum Zeitpunkt des Videos, ich glaube später wird das Spiel erst angepfiffen. Also werden die heute noch spielen. Das wird sehr, sehr spannend sein, weil das eben dann die Ausgangslage für uns auch ist gegen die Schalker. Wäre natürlich für uns jetzt nicht so verkehrt, wenn die vielleicht heute Punkte liegen lassen und wir dann eben gegen Schalke spielen. Tendenziell will ich natürlich auch gerne mit Schalke zusammen wieder aufsteigen, weil ich Schalke auch als einen sehr sympathischen Club empfinde. Und zu Schalke wird es auch einiges geben an meine Schalker YouTube-Kumpels. Bereitet euch schon mal auf die nächsten Nachrichten vor, ich werde euch anschreiben. Denn wir müssen einige Talks produzieren bis zum Schalke-Spiel. Da wird die Länderspielpause mal richtig gut genutzt, würde ich sagen. Ja, und jetzt zu dem eigentlichen, wird die Siegesserie weitergehen. Ich glaube, wir haben gegen Nürnberg eine Sache gezeigt. Für alle, die auch lange gezweifelt haben oder auch viel Kopfschmerzerei hatten. Wir können jeden Gegner schlagen. Wir haben gegen Nürnberg gewonnen, die wirklich in einem absolut guten Tabellenplatz zu uns gekommen sind, beziehungsweise wir zu ihnen gegangen sind. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben gegen Pauli einen Punkt geholt, wir haben gegen Nürnberg jetzt 3 Punkte geholt. Wenn wir jetzt das Ganze bestätigen, indem wir gegen Schalke auch punkten, im Idealfall mit einem Dreier zu Hause, dann sehe ich absolut weiterhin die Saison so, wir können jeden schlagen, wir müssen einfach nur Gas geben, wir müssen bei uns anfangen, wir müssen zusammen daran arbeiten. Wir als Fans müssen Vollgas geben, die Mannschaft muss auf dem Platz Vollgas geben und dann können wir diese Siegesserie auch absolut ausbauen. So, das ist meine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Ich finde einfach nur, dass wir in der Abwehr definitiv sicherer stehen sollten und uns diese individuellen Fehler nicht passieren dürfen. Das ist ganz klar.
einen fiesen Beigeschmack hatte das ganze Spiel in Nürnberg, steht jetzt gegen Schalke natürlich an, Gelbsperren bei Nikolai Rapp und wenn mir jetzt nicht alles täuscht, auch bei Marco Friedl, schreibt mir gerne mal rein, wenn ich mich jetzt hier täusche, ich meine aber Marco Friedl und Rappo, völlig Banane irgendwie, warum Rapp da auch die Gelbe bekommen hatte, hat keiner so wirklich verstanden, das war ja die Situation, wo er erst irgendwie ein Bombengelb bekommen hat, dann irgendwie zurückgezogen, dann Rapp, ganz kurios. Fakt ist, wir müssen auf jeden Fall umstellen und das bereitet uns natürlich ein Stück weit Probleme. Man sagt ja immer, never change a winning team. Jetzt müssen wir aber sowieso wechseln und umstellen. Das ist die große Frage, wie ihr das Ganze seht. Wie lösen wir das Problem im Mittelfeld? Ich bin absolut dagegen, dass man mal Rapp jetzt raustut, dass man Grosso reintut. Denn Grosso, finde ich, ist nochmal eine deutlich defensivere Alternative und macht auch unser Spiel deutlich defensiver. Ich persönlich würde da absolut einen Leo Bittencourt hinstellen, um ein bisschen Kreativität aus dem Zentrum herauszubrachen. Was ich auch für realistisch halte, ist, ein Romano Schmid ins Zentrum zu ziehen und Bittencourt dann vielleicht auf Außen. Denn ich glaube, dass Markus Anfang Bittencourt eher als Flügel sieht. Dann soll Bittencourt halt Flügel spielen, wäre auch eine Alternative. Was natürlich auch immer geht, ist klar, ein Dinci oder vielleicht auch mal ein Assalé jetzt für den Flügel zu bringen. Ich denke aber irgendwie, dass Assalé völlig unterm Radar läuft. Kriegt gar keine Chance mehr bei Werder. Ich weiß auch nicht genau, woran das jetzt liegt. Das versteht, glaube ich, keiner so wirklich. Aber Fakt ist, mit ihm können wir halt eigentlich aktuell auch gar nicht planen, was Startelf oder sonst was angeht. Von nicht mal ein paar Minuten eingewechselt zur Startelf ist dann doch irgendwie ein ganz schön kurioser Schritt oder wäre ein kurioser Schritt. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Was ich mir aber wiederum vorstellen kann, ist zum Beispiel, dass ein Dinci auf Außen geht für Tempo. Ich weiß auch nicht, was genau mit Nankichi ist. Das wäre aber auch eine Option. So. Wenn man das Ganze defensiv denken würde, wäre natürlich immer die Option, auch Park nach links zu stellen und dann halt im Zentrum hast du einen Platz frei. Wäre auch eine Möglichkeit. Hinten Toprak, für wen kommt der rein? Wenn Friedel eben gesperrt ist, dann wird es eine 1-zu-1-Wechsel, glaube ich, geben. Friedel raus, Toprak rein. Was beim besten Willen bitte, bitte nicht passieren darf, ist, dass jetzt Friedel rausgeht und Lars Lukas Mai wieder reinkommt. Das würde ich einfach auch nicht verstehen. Das wäre für mich völlig unlogisch und das würde ich auch überhaupt nicht begrüßen aktuell. Ich glaube, dass sie gegen Schalke klar auch über eine vernünftige Defensive kommen müssen. Schalke spielt ja auch diese 3er-5er-Kette. Aber wir müssen vor allen Dingen auch in den Umschaltmomenten da sein und dann eben offensiv diese Power haben, diese Kreativität. Und die kriegen wir im Idealfall durch zentrale Spieler, die dann eben auch auf Lösungen kommen. Wie in Bittencourt, wie vielleicht in Romano Schmid in der Zentrale. In der Defensive, denke ich, wird Toprak eher eine Verstärkung sein. Das wird sehr, sehr gut. Freue mich dann auch schon, wenn zukünftig Toprak und Friedl wieder zusammen in der Innenverteidigung spielen. Das ist auch das, worauf man hinaus wollte. Mit dem Pavlas im Tor, da kommen wir langsam zu der Aufstellung, die wir vor ein paar Wochen schon uns so gewünscht hätten. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Heute mal einfach einen Sonntagstalk hier gemacht zur aktuellen Situation. Geht die Siegesserie weiter? Ich bin gespannt, was ihr reinschreiben werdet. Wie gesagt, checkt gerne den Kanal von meinem Vater aus. Morgen sehen wir uns wieder beim Stammtisch. Und damit bin ich raus. Also, euer Nico und ciao, ciao.